An diesem Abend saß Ronja mit ihrem Vater eine Weile vor dem Feuer, und da fiel ihr ein, was sie ihn fragen wollte. Was sind das für Sachen, die du genommen hast, ohne zu fragen? Wie Borka behauptet. Brummte Mattes. Also, was ich für Angst gehabt habe, dass du im Nebel nicht heimfindest, Ronja Kind. Aber ich bin ja da, sagte Ronja. Du, was sind das für Sachen, die du genommen hast, ohne zu fragen? Da, schau mal, sagte Mattes und zeigte eifrig in die Glut. Das da sieht doch genau aus wie eine Fratze. Sie ist Borka ähnlich. Pfui Deibel. Aber Ronja konnte in der Glut keinen Borka entdecken und ließ sich auch nicht ablenken. Was hast du genommen, ohne zu fragen? Beharrte sie. Als Mattes nicht antwortete, tat Latzenpäs an seiner Stelle. Viel ist das. Oh, ja, sehr viel. Ich könnte es aufzählen. Das lässt du bleiben, sagte Mattes erbost. Das hier ist meine Sache. Alle Räuber außer Glatzenpeer waren schon in ihre Schlafkammern gegangen, und Lovis war draußen, um für die Nacht Hühner, Schafe und Ziegen zu versorgen. Deshalb bekam nur Glatzenpeer zu hören, wie Mattes Ronja erklärte, was ein Räuber eigentlich ist. Einer, der sich dies und jenes nimmt, ohne zu fragen und ohne um Erlaubnis zu bitten. Deswegen pflegte Mattes sich nicht zu grämen. Im Gegenteil, er brüstete sich und prahlte damit, dass er der mächtigste Räuberhauptmann in allen Wäldern und Bergen sei. Doch als er Ronja jetzt davon erzählen sollte, wollte ihm das gar nicht gefallen. Natürlich hatte er sich vorgenommen, sie so allmählich in alles einzuweihen, das war ja nötig, aber er hätte damit gern noch eine Zeit lang gewartet. Kleines Unschuldslamm, das du noch bist, Ronja Kind, dir habe ich bisher davon nicht so viel erzählt. Nee, kein Piep hast du darüber gesagt, bestätigte Glatzenpeer. Und auch wir haben kein Piep sagen dürfen. Alter, willst du nicht bald schlafen gehen? Fragte Mattes. Aber das wollte Glatzenpeer nicht. Das hier wollte er hören. Und Ronja begriff. Jetzt endlich verstand sie, woher alles kam, alles, was die Räuber abends auf den Pferderücken heimbrachten, alle Waren in Säcken und Bündeln, alle Kostbarkeiten in Laden und Schreinen. All dies wuchs schließlich nicht auf den Bäumen im Wald. Ihr Vater nahm es anderen Menschen einfach weg. Aber werden die Leute denn nicht wahnsinnig wütend, wenn man ihnen ihre Sachen wegnimmt? Fragte Ronja. Glatzenpeer kicherte. Wütend, dass es nur so zischt, versicherte er. Oh je, du solltest das nur hören. Alter, es wäre gut, wenn du jetzt endlich schlafen gehst, sagte Mattes. Doch davon wollte Glatzenpeer noch immer nichts wissen. Manche weinen auch, erzählte er Ronja. Aber da brüllte Mattes. Jetzt hältst du dein Maul, sonst werfe ich dich raus. Dann tätschelte er Ronja die Wange. Du musst das verstehen, Ronja. So geht es nun mal zu. Und so ist es von jeher zugegangen. Darüber gibt es nichts weiter zu reden. Nee, freilich nicht, sagte Glatzenpeer. Aber die Leute gewöhnen sich komischerweise nie daran. Sie jammern und weinen und fluchen, dass es eine Freude ist. Mattes warf ihm einen bitterbösen Blick zu. Dann wandte er sich wieder an Ronja. Schon mein Vater war Räuberhauptmann, ebenso wie mein Großvater und mein Urgroßvater. Das weißt du. Ja. Und ich habe unsere Sippe keine Schande gemacht. Auch ich bin ein Räuberhauptmann, sogar der mächtigste in allen Wäldern und Bergen. Und das sollst du auch einmal werden, Ronja Kind. Ich? Schrie Ronja. Nie im Leben. Nicht, wenn die Leute wütend werden und weinen. Mattes raufte sich die Haare. Da hatte er sich etwas eingebrockt. Er wollte, dass Ronja ihn bewunderte und liebte, ebenso sehr, wie er sie liebte und bewunderte. Und jetzt schrie sie, nie im Leben. Und wollte nicht Räuberhauptmann werden wie ihr Vater. Das machte Mattes unglücklich. Irgendwie musste er sie davon überzeugen, dass sein Gewerbe rechtschaffen und gut war. Versteh doch, Ronja Kind, ich nehme doch nur denen was weg, die reich sind, beteuerte er. Dann dachte er ein bisschen nach. Und davon gebe ich den Arm ab. Jawohl, das tue ich. Da kicherte Glatzenpeer. Und ob das stimmt, einen ganzen Sack Mehl hast du der armen Witwe mit den 8 Kindern geschenkt, weißt du noch? Genau, sagte Mattes. Genau das habe ich getan. Er strich sich schmunzelnd seinen schwarzen Bart. Jetzt war er höchst zufrieden mit sich und mit Glatzenpeer. Wieder kicherte Glatzenpeer. Mattes, du hast doch ein gutes Gedächtnis. Oh ja, mal sehen. Das werden wohl an die 10 Jahre her sein, wenn ich so überschlage. Du gibst den Arm, ja, alle Nase lang, so alle 10 Jahre. Da brüllte Mattes, wenn du jetzt nicht endlich schlafen gehst, dann kenne ich einen, der dir helfen wird, alle 4 von sich zu strengen. Doch diese Hilfe war nicht nötig, denn jetzt kam Lovis herein.
Glatzenpeer schlurfte ohne jegliches Nachhelfen davon, und auch Ronja ging zu Bett. Während Lovis das Wolfslied sang, erlosch das Feuer. Ronja lag da und lauschte ihr, und es bekümmerte sie nicht länger, dass ihr Vater ein Räuberhauptmann war. Was er auch tat, er war ihr Mattes, und sie liebte ihn. Dennoch schlief sie in dieser Nacht unruhig. Sie träumte von den Unterirdischen und ihren Lockgesängen, erinnerte sich am nächsten Morgen aber nicht mehr daran. Nur Birk war ihr in Erinnerung geblieben. Während der folgenden Tage dachte sie manchmal an ihn und fragte sich, wie es ihm dort drüben in seiner Borka-Feste wohl erging und wie lange es noch dauern würde, bis Mattes, Birks Vater, mitsamt seinem ganzen Räubergesindel endlich aus ihrer Burg vertrieb. In dieser Sache schmiedete Mattes Tag für Tag neue, gewaltige Pläne, aber keiner taugte so recht. »Unbrauchbar«, entschied Glatzenpeer jedes Mal, ganz gleich, was Mattes sich ausdachte. »Du musst listig sein, wie eine alte Füchsin, denn mit Gewalt geht's nicht.« Listig sein wie eine alte Füchsin, das lag Mattes nicht. Doch er tat sein Bestes. Und während sie so ihre Pläne schmiedeten, wurde nicht viel aus der Räuberei. Auch die Borkerräuber hatten wohl anderes zu tun, denn die Leute, die in diesen Tagen durch die Räuberschlucht mussten, staunten darüber, wie ungeschoren man sie ließ. Keiner verstand, wieso es dort so ruhig war. Wo waren alle Wegelagerer geblieben? Die Landsknechte, die Borka so unerbittlich verfolgt hatten, fanden zwar seine Räuberhöhle, aber sie war öde und leer. Dort hauste kein Borka mehr, und die Landsknechte waren heilfroh, dass sie dem Borkawald endlich den Rücken kehren konnten, dunkel und kalt und feucht, wie es jetzt zur Herbstzeit war. Dass viel tiefer im Wald noch ein Räubernest, die Mattesburg, lag, wussten sie sehr gut, erinnerten sich aber nur ungern daran. Denn einen schlimmeren Ort gab es nirgends, und der Räuberhauptmann, der dort herrschte, war schwerer zu fangen als der Adler in seinem Horst. Ihn ließen sie am besten in Frieden. Mattes vertat seine meiste Zeit damit, auszukundschaften, was die Borkerräuber in der Nordburg trieben und wie man ihnen an den Kragen kommen konnte. Täglich ritt er deshalb auf Speerrunden aus. Mit einigen seiner Männer durchstöberte er den Wald auf der Nordseite, doch von den Eindringlingen war kaum eine Spur zu entdecken. Meistens war es dort still und wie ausgestorben, als gäbe es gar keine Borkerräuber. Eine kräftige, lange Strickleiter hatten sie sich jedenfalls geknüpft, so daß sie den Burgfelsen mühelos rauf und runter klettern konnten. Nur ein einziges Mal sah Mattes sie herabgelassen. Da geriet er ganz außer Rand und Band und stürzte wie ein Verrückter darauf zu, um raufzuklettern, und seine Räuber folgten ihm wild vor Kampfeslust. Aber sogleich prasselte ein Schauer von Pfeilen aus den Schießscharten der Borka-Feste auf sie herab, und Klein Klipp bekam einen in den Schenkel und musste 2 Tage im Bett liegen. Die Strickleiter wurde also nur unter strengster Bewachung runtergelassen, so viel war klar. Das Herbstdunkel lag nun schwer über der Mattesburg, und den Räubern bekam das Stillsitzen ganz und gar nicht. Sie wurden unstet und ruhelos und lagen sich häufiger als sonst in den Haaren, bis Lovis schließlich ein Machtwort sprach. »Hier dröhnen einem ja die Ohren von all eurem Gezanke und Krakehlen. So fahrt und saust und schert euch doch allesamt zum Donnerdrummel, wenn ihr euch nicht vertragen könnt!« Da schwiegen sie, und Lovis teilte sie zu nützlicher Arbeit ein. Sie mussten den Hühnerstall ausmisten und fegen und auch den Schafstall und den Ziegenstall, und das war ihnen höchst zuwider. Doch keiner blieb verschont außer Glatzenpeer und den Männern, die gerade unten an der Wolfsklamm oder oben am Höllenschlund Wache hielten. Auch Mattes tat sein Bestes, die Räuber in Trab zu halten. Er ging mit ihnen auf Elchjagd. Mit Speeren und Armbrüsten zogen sie in den Herbstwald. Als sie dann 4 große Elchbullen anschleppten, die sie erlegt hatten, schmunzelte Glatzenpeer. »Immer nur Hühnersuppe und Hammelklein und Grütze, das taugt nicht auf Dauer«, sagte er. »Jetzt kriegt man mal was zu beißen, und die mürbesten Stücke sind für den Zahnlosen, das begreift ja wohl jeder.« Und Lovis briet Elchfleisch und räucherte Elchfleisch und pökelte Elchfleisch, damit es hin und wieder gestreckt durch Brathühner und Lammschlegel den ganzen Winter überreichte. Ronja streunte im Wald herum, wie sie es immer tat. Dort war es jetzt so still geworden, aber auch im Herbstwald fühlte sie sich wohl. Das Moos auf dem Boden war feucht und grün und weich unter ihren bloßen Füßen. Es roch so gut nach Herbst, und die Äste glänzten vor Nässe. Oft regnete es, aber sie saß gern zusammengekaut unter einer dichten Fichte und hörte dem leisen Tröpfeln zu. Manchmal schüttete es vom Himmel herab, daß der ganze Wald von Regen rauschte, und auch das gefiel ihr. Tiere ließen sich kaum noch blicken. Ihre Füchse hatten sich im Bau verkrochen. Nur hin und wieder sah sie in der Dämmerung Elche vorüberstelzen und ab und zu Wildpferde zwischen den Bäumen grasen. Sie wollte sich so gern ein Wildpferd fangen und hatte es schon oft versucht, aber nie war es ihr gelungen.
Sie waren zu scheu und bestimmt auch schwer zu zähmen. Dabei war es doch wirklich an der Zeit, dass sie ein Pferd bekam. Das hatte sie auch zu Mattes gesagt. Erst wenn du stark genug bist, dir selbst eins zu fangen, hatte er geantwortet. Und eines Tages tue ich das auch, dachte sie. Ich werde mir ein hübsches Fohlen fangen und es auf die Mattesburg mitnehmen und zähmen, genau wie es Mattes mit all seinen Pferden getan hat. Sonst war der Herbstwald seltsam leer. Verschwunden waren alle Wesen, die hier sonst herumgeisterten. Sie alle hatten sich wohl in ihre Höhlen und Schlupfwinkel verkrochen. Nur selten noch kamen die Wildruden von ihren Bergen herabgeschwebt, aber auch sie waren ruhiger geworden und hockten wohl am liebsten oben in ihren Felsengrotten. Auch die Graugnomen hielten sich verborgen. Nur einmal sah Ronja, wie ein paar von ihnen hinter einem Stein hervorspähten. Aber vor Graugnomen fürchtete sie sich nicht mehr. »Schert euch doch zum Donnerdrummel!« schrie sie, und da verschwanden sie mit heiserem Gefauche. Birk ließ sich in ihrem Wald niemals mehr blicken, und darüber war sie ja nur froh. Oder nicht? Manchmal wusste sie nicht recht, wie es damit stand. Dann kam der Winter. Der Schnee fiel, die Kälte nahm zu, und der Rauhreif verwandelte Ronjas Wald in einen Eiswald, den schönsten, den man sich denken konnte. Jetzt lief sie dort Ski, und wenn sie bei anbrechender Dunkelheit heimkehrte, hatte sie Rauhreif im Haar und abgestorbene Finger und Zehen, trotz ihrer Fellfäustlinge und Pelzstiefel. Doch keine Kälte und kein Schnee konnten sie von ihrem Wald fernhalten. Am nächsten Tag war sie wieder dort. Mathis sorgte sich manchmal, wenn er sie den Hang hinab zur Wolfsklamm davonstieben sah, und wie so oft sagte er zu Lovis: »Wenn das nur gut geht, wenn ihr nur nichts Böses zustößt, denn dann kann ich nicht mehr weiterleben.« »Was jammerst du?« sagte Lovis. »Dieses Kind kann besser auf sich Acht geben als jeder Räuber. Wie oft soll ich dir das noch sagen?« Und ganz gewiss konnte Ronja auf sich Acht geben. Doch eines Tages geschah etwas, das Mattes besser nicht zu Ohren bekam. Über Nacht war noch mehr Schnee gefallen und hatte Ronjas Skispuren verwischt. Nun musste sie neue machen, und das war harte Arbeit. Die Kälte hatte schon eine dünne Haarstecke über den Schnee gelegt, aber noch trug sie nicht. Unablässig sank Ronja ein, und schließlich war sie so erschöpft, dass sie aufgeben musste. Jetzt wollte sie nur nach Hause. Sie war auf eine Anhöhe gestiegen und wollte auf der anderen Seite hinunterfahren. Dort fiel der Hang steil und jäh ab. Aber sie hatte ja einen Skistock, um damit zu bremsen, und furchtlos schoss sie hinab, dass der Schnee nur so stob. Dann kam eine Senke, und sie flog darüber hinweg. Doch mitten im Flug verlor sie den einen Ski, und als sie wieder aufsetzte, brach ihr Fuß durch die Schneedecke in ein tiefes Loch ein. Sie sah ihren Ski den Steilhang hinabwirbeln und verschwinden, und sie selber steckte bis zum Knie fest in dem Loch. Zuerst lachte sie darüber, doch das Lachen verging ihr bald, als sie merkte, wie übel sie dran war. Sie kam nicht frei. Wie sehr sie auch zog und zerrte, es half nichts. Tief unten aus dem Loch hörte sie ein Gemurmel, und anfangs begriff sie nicht, woher es kam. Dann sah sie plötzlich eine Schar Rumpelwichte, die ein Stück von ihr entfernt aus dem Schnee hervorgekrabbelt kam. Man erkannte sie leicht an ihren breiten Hinterteilen, ihren kleinen verhunzelten Gesichtern und ihrem struppigen Haar. Gemeinhin waren die Rumpelwichte friedlich und taten nichts Böses. Aber diese Wichte, die jetzt dort standen und sie aus törichten Augen anstarrten, waren mißvergnügt, das sah man. Sie murrten und seufzten, und einer von ihnen sagte düster: »Wieso tut sie so?« Und sofort stimmten die anderen ein: »Wieso tut sie so? Macht putt unser Dach, wieso denn bloß?« Ronja wurde klar, dass sie mit dem Fuß in ihren Erdbau geraten war. Rumpelwichte bauten sich ja solche Erdhöhlen, wenn sie keinen passenden hohlen Baum zum Wohnen fanden. »Ich kann nichts dafür«, rief sie, »helft mir raus!« Aber die Rumpelwichte starrten sie nur an und seufzten ebenso griesgrämig wie vorher. »Tut ihren Fuß in unser Dach, wieso denn bloß?« Ronja wurde ungeduldig. »Helft mir doch, dass ich hier rauskomme!« Aber die Wichte schienen sie nicht zu hören oder zu verstehen. Sie glotzten sie nur einfältig an und huschten dann hastig in ihr Erdloch zurück. Ronja hörte ihr mürrisches Gemurmel dort unten, aber plötzlich begann sie zu rufen und zu johlen, als freuten sie sich über etwas. »Duck, das deht!« schrien sie. »Die Wiege duck, duck, das deht!« Und Ronja spürte, wie etwas an ihren Fuß gehängt wurde, etwas Schweres. »Kleiner Rumpeljunge hängt dort gut!« schrien die Rumpelwichte. »Die Wiege duck, duck, wo der olle Fuß ja sowieso im Dach deckt!« Aber Ronja hatte keine Lust, in Schnee und Kälte zu liegen und den dummen Rumpelwichten die Wiege zu halten. Wieder versuchte sie freizukommen und zog und zerrte aus Leibeskräften. Da jubelten die Rumpelwichte. »Kleiner Rumpeljunge, schaukel, schaukel, duckt nur!« Im Matteswald durfte man sich nicht fürchten.
Das hatte Ronja von klein auf zu hören bekommen. Und sie hatte sich auch bemüht, sich alle Furcht abzugewöhnen. Aber manchmal wollte es nicht gelingen. Gerade jetzt gelang es ganz und gar nicht. Oh, wenn sie hier nur nicht freikommen konnte, wenn sie hier liegen blieb und nachts erfror. Sie sah die dunklen Schneewolken über dem Wald. Mehr Schnee würde fallen. Viel Schnee. Vielleicht würde sie darunter begraben werden. Tot und erfroren würde sie hier liegen und an ihrem baumelnden Fuß ein kleines Rumpelkind wiegen, bis der Frühling kam. Erst dann würde wohl Mathis seine arme Tochter finden, die sich im Winterwald zu Tode gefroren hatte. Nein, nein, schrie sie. Hilfe! Kommt, helft mir doch! Aber wer in diesem leeren Wald würde sie hören? Kein einziger, das wusste sie, und doch schrie sie, bis sie nicht länger konnte. Da hörte sie die Rumpelwichte unten klagen. Wiegenlied schon Schluss? Wieso denn bloß? Und dann hörte Ronja nichts mehr, denn jetzt sah sie die Wildrude. Wie ein großer, schöner, schwarzer Raubvogel kam sie unter den dunklen Wolken über den Wald geschwebt. Dann senkte sie sich und kam näher. Geradewegs auf Ronja zu flog sie, und Ronja schloss die Augen. Jetzt gab es keine Rettung mehr, das war ihr klar. Kreischend und hohnlachend landete die Drude neben ihr. Du schönes Menschlein, schrie sie gellend und zerrte Ronja am Haar. Liegst hier und faulenzt, ja, hoho. Wieder lachte sie, und es war ein grässliches Lachen. Arbeiten sollst du, jawohl, in den Bergen bei uns, bis das Blut fließt, sonst zerfleischen wir dich, sonst zerreißen wir dich. Sie begann mit ihren harten Klauen und Krallen an Ronja zu rucken und zu reißen. Als Ronja dennoch festsaß, raste sie vor Wut. Du willst wohl, dass ich dich zerkratze und zerfetze? Sie beugte sich über Ronja, und ihre schwarzen Steinaugen glitzerten vor Bosheit. Wieder versuchte sie, Ronja loszureißen, aber wie sehr sie auch zerrte und zog, es gelang ihr nicht. Schließlich ließ sie von ihr ab. Dann sag ich's den Schwestern mein, kreischte sie, und morgen holen wir dich. Dann liegst du nie mehr da und faulenzt, nie mehr, nie mehr. Und sie flog über die Baumwipfel davon und verschwand oben in den Bergen. Morgen, wenn die wilden Druden kommen, dann liegt hier nur noch ein Eisklumpen, dachte Ronja. Unten bei den Rumpelwichten war es still geworden. Der ganze Wald war totenstill und wartete nur auf die Nacht, die jetzt kam. Auch Ronja erwartete nichts anderes mehr. Reglos lag sie da und kämpfte nicht länger. Dann soll sie doch kommen, dachte sie, die letzte, kalte, schwarze, einsame Nacht, die ihr das Ende bringen würde. Es hatte angefangen zu schneien. Große Flocken fielen auf ihr Gesicht. Dort schmolzen sie und vermischten sich mit ihren Tränen. Denn jetzt weinte sie. Sie dachte an Mathis und Lovis. Nie würde sie sie wiedersehen, und niemand auf der Mathisburg würde je wieder froh sein. Armer Mathis. Er würde den Verstand verlieren vor Kummer. Und dann gab es keine Ronja mehr, die ihn tröstete, wie sie es sonst immer tat, wenn er traurig war. Nein, dann gab es keinen Trost mehr zu spenden und keinen zu empfangen. Gar keinen. Da hörte sie, wie jemand ihren Namen rief. Klar und deutlich hörte sie es, wusste aber, dass es nur ein Traum sein konnte. Und sie weinte noch mehr. Nur im Traum würde man sie je wieder beim Namen nennen, und bald würde sie nicht einmal mehr träumen. Aber da hörte sie die Stimme aufs Neue. Ronja, willst du denn nicht nach Hause? Mühsam öffnete sie die Augen, und vor ihr stand Birk. Ja, vor ihr stand Birk auf seinen Skiern. Ich hab da unten deinen Ski gefunden, und das ist ein Glück, denn sonst müsstest du hier liegen bleiben. Er steckte ihren Ski neben sie in den Schnee. Du brauchst wohl Hilfe? Da begann sie so laut und haltlos zu weinen, dass sie sich schämte. Sie konnte ihm vor lauter Schluchzen nicht antworten, und als er sich niederbeugte, um sie hochzuheben, schlang sie die Arme um seinen Hals und murmelte voller Verzweiflung: Lass mich nicht allein, lass mich nie mehr allein. Darüber lächelte er. Nein, du musst nur eine Riemenlänge Abstand halten. Lass mich los und heul nicht, damit ich sehe, wie ich dich freikriege. Er schlüpfte aus seinen Skiern, legte sich bäuchlings neben das Loch und streckte die Hand hinein, soweit er konnte. Und nachdem er da unten lange herumhantiert hatte, geschah das unglaubliche Wunder. Ronja konnte das Bein herausziehen. Sie war frei. Aber die Rumpelwichte wurden böse, und der Rumpelbalg schrie. Weckt Rumpeljunge, kriegt Sand in die Augen, wieso tut sie so? Ronja weinte noch immer. Sie konnte nicht aufhören. Birk gab ihr den Ski. Heul nicht mehr, sagte er, sonst schaffst du es nie bis nach Haus. Da holte Ronja tief Luft. Ja, jetzt musste Schluss sein mit dem Geheule. Sie stand auf ihren Skiern und probierte, ob die Beine sie noch trugen. Ich werd's versuchen, sagte sie. Und du kommst mit? Ich komme mit, sagte Birk. Ronja nahm einen Anlauf und glitt den Hang hinab, und Birk folgte ihr. Die ganze Zeit, während sie mühselig im Schneetreiben heimwärts lief, war er dicht hinter ihr.
Wieder und wieder musste sie sich umsehen, ob er auch noch da war. Sie fürchtete so sehr, er könne plötzlich verschwinden und sie allein lassen, doch er folgte ihr mit einer Riemenlänge Abstand, bis sie sich der Wolfsklamm näherten. Dort mussten sie sich trennen, denn Birk musste sich auf heimlichen Wegen zur Borkerfeste zurückschleichen. Eine Weile standen sie sich im rieselnden Schnee stumm gegenüber. Es fiel Ronja schwer, Lebewohl zu sagen. Sie wollte ihn um jeden Preis zurückhalten. »Du, Birk«, sagte sie. »Ich wünschte, du wärst mein Bruder.« Birk lächelte. »Das kann ich ja sein, wenn du es möchtest, Räubertochter.« »Ja, das möchte ich«, sagte sie. »Aber nur, wenn du mich Ronja nennst.« »Ronja, meine Schwester«, sagte Birk und verschwand im Schneegestöber. »Du warst heute aber lange im Wald«, sagte Mathis, als Ronja vom Feuer saß und sich wärmte. »Hast du es schön gehabt?« »Ja, ganz schön«, sagte Ronja und hielt ihre eiskalten Hände vors Feuer.